keine Gentechnik durch die Hintertür. Würdest du gerne Lebensmittel aus genmanipulierten Pflanzen essen? Nein? Dann geht es dir wie 70% der Deutschen, denen bei dieser Vorstellung auch der Appetit vergeht. Für die großen Agrarkonzerne ist das ein Problem. Denn damit ist ihr genmanipuliertes Saatgut in Deutschland praktisch unverkäuflich. Doch jetzt haben sie einen Trick gefunden, wie sie uns ihr Genfood doch noch unterjubeln könnten. Sie haben neue Methoden entwickelt, um die Gene von Pflanzen zu manipulieren. Zum Beispiel die Oligonukleotid-Technologie. Oligo was? Bei der Oligonukleotid-Technologie wird ein künstlich erzeugtes DNA-Stück in eine Zelle eingeschleust und setzt sich dort an den DNA-Strang. Dadurch wird eine Veränderung des Erbgutes ausgelöst, damit die Pflanze zum Beispiel mit bestimmten Ackergiften gespritzt werden kann, ohne daran zu sterben. Ah ja, ziemlich kompliziert das Ganze. Doch eins ist klar, wo gezielt in das Erbgut eingegriffen wird, findet Gentechnik statt. Aber das Gentechnikgesetz wird bei den neuen Manipulationsmethoden bisher noch nicht zur Anwendung gebracht. Die zuständige Behörde unter Agrarminister Schmidt hat der amerikanischen Firma Cibus sogar schon bestätigt, dass sie ihren neuen Genraps in Deutschland anbauen darf. Schon im Herbst 2015 könnte dieser Raps wie normaler Raps in Deutschland angebaut werden. Die Folgen wären unabsehbar. Denn werden solche Pflanzen aus dem Labor in die Umwelt entlassen, können sie sich unkontrolliert ausbreiten und ihre manipulierten Gene an andere Pflanzen weitergeben. Einmal in Gang gesetzt, ist diese Entwicklung unumkehrbar. Und Raps ist nur der Anfang. Andere Pflanzen könnten folgen, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Auf dich kommt es an. Mach mit bei unserer Aktion und schreibe jetzt an Agrarminister Christian Schmidt, damit zukünftig alle Methoden der Genmanipulation auch als solche gelten und uns der neue Cibus-Raps vom Acker bleibt.